Was zum... Ich wollte gerade eben Lava Lava Island verlassen, um einen Orden zu holen, und dann taucht dieser kleine Bengel schon wieder auf. Ja, ich... hab's geschafft. Ich bin den ganzen Weg hierher geschwommen. Also gut, Mario. Ich hau dir jetzt so die Hocke voll, dass du es niemals... Was? Warte, wo stehst du? Warte, Mario, bleib hier. Oh, komm sofort hierher, du Hasenfuß. Scheiße. Weil ich bin gerade weggeschwommen mit meinem Wal. Hab ihn gar nicht bemerkt, aber er mich. Ja, das war wohl nichts. Ich denke, das wird nochmal eine Konfrontation geben. Naja, was soll's. Er gibt... Oh, da ist er schon. Er gibt immerhin ordentlich Sternenpunkte. Dieser kleine Wicht. Hoffentlich wird er mich jetzt nicht sofort herausfordern, weil da bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Aber es sieht nicht ganz so gut aus, was? Schnell, Mario. Beeil dich. Wir müssen zu mehr Lieblingsbruder und den Orden holen, auf den ich so lange warte. Für 25 Sternsplitter hole ich mir jetzt den dritten Kraft Plus. Komm schon. Schneller. Schneller. Steh da nicht rum. Oh, du Versager. Da. Okay. Okay, ich werde nie wieder in meinem Leben schwimmen. So, Mario, diesmal gehörst du mir. Ach, komm. Heia! Wie dumm ist er denn, bitteschön? Er greift mich an, obwohl er vollkommen außer Puste ist. Jetzt geht's rund. Mach dich auf was gefasst. Ha, siehst du? Er hat sogar jetzt weniger KP. Was für ein Idiot. Oh nein, ich habe fast keine Kabel mehr. Und das nur wegen der blöden Schwimmerei. Oh nein, dann muss ich wohl ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen, um diese Schwäche wegzumachen. Pass gut auf, mehr Kraft! Was? Okay, das ist ja übel. Ich kenne alle deine Kampftechnik, Mario. Siehst du mein Outfit? Der Stachel, die Flügel. Du kannst mich jetzt nicht mehr angreifen. Ich bin der klügste Kämpfer der Welt. Ich bin unbesiegbar. Okay, das ist echt doof. Ich habe leider keinen Stachelschildorden aktiv, also kann ich wirklich nicht auf ihn drauf springen. Vielleicht hat Gumbario ja einen Tipp für mich. Scanner. Das ist der Junior Trooper. Er ist uns den ganzen Weg hinterher geschwommen. Der Junge hat wirklich Nerven. Maximal KP 40, obwohl nur noch 20 übrig sind. Angriffskraft 6, Verteidigung 1. Er fliegt noch immer, aber jetzt hat er auch noch einen Stachel am Kopf. Du solltest nicht auf ihn springen. Er scheint etwas stärker geworden zu sein. Glücklicherweise scheint er aber auch ziemlich verausgabt zu sein. Er ist sicher total erschöpft. Der kleine Kerl ist bis nach Lava Lava Islands und wieder zurückgeschwommen. Es ist besser, ihn aus der Entfernung anzugreifen, als ihn direkt zu attackieren. Okay, eventuell könnte Sushis Attacke mir dabei helfen, aber leider kann sie ja noch keine Aqua-Knarre. Und er ist wirklich sehr stark. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal Watt zur Hilfe, weil sie kann eigentlich immer treffen. Ja, immer. Und bestimmt auch dieses Mal wieder. Ich probiere es erstmal mit dem Powershock. Also den Guten hier paralysieren. Ja, komm schon, mach weiter, weiter. Oh, man konnte das gar nicht auf das Maximum bringen. Bei Bossgegnern ist das nämlich nicht möglich, aber ich konnte ihn trotzdem paralysieren. Und ja, jetzt nutze ich meine freie Runde, um. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Den Donnerblitz setzen wir ein. Der trifft sowieso nur einen Gegner. Und der ist eigentlich perfekt für diesen Kampf. Supi. Genau. Optimal. Und jetzt kommt der Elektroschock von Watt. Also ich glaube, sie kann immer treffen. Ja, super. Das ist also eine sehr gute Technik. Jetzt kommt nochmal Merle, um mich zu pushen. Wie immer hätte ich doppelte Sternpunkte bevorzugt, aber ja gut, ist ja hier kein Wunschkonzert, nicht wahr? Dann probiere ich noch vielleicht das Tarngel. Wobei das jetzt gegen dieses Viech nicht wirklich notwendig ist. Nein, machen wir es anders. Ich jag ihm den Sternsturm rein. Dann kriegt er genug Schadenspunkte, um dann im nächsten Zug von Watt besiegt zu werden. Eigentlich ist das ja eine Attacke, die gut für mehrere Gegner ist, aber das hier ist eine Notsituation. Von daher muss ich nun mal alles nutzen, was mir zur Verfügung steht. Hey, was?
Darauf war ich nicht vorbereitet. Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Das interessiert mich nicht. Und zwar absolut nicht. Stirb, du kleiner Wicht. Du hast mich eben noch nicht gut genug studiert, aber ich muss zugeben, das war ein guter Kampf. Du hast dich gut angestellt. 23 Sternpunkte gibt's dafür. Und wir erhöhen die Ordenpunkte auf 27. Jetzt können wir die Ordenpunkte nur noch ein einziges Mal erhöhen, dann muss ich KP oder BP wählen. Oh, weißt du was? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe Flügel. Wenn ich einfach zur Insel geflogen wäre, hätte ich nicht meine ganze KP verschwendet. Dann hätte ich Mario im Handumdrehen besiegt. Ich bin so dumm. Oh ja, das bist du. Du Flachzange, du elendige. Okay, Freunde. Dann hole ich mir jetzt mal den Kraft-Plus-Orden von mehr Lieblingsbruder. Wir haben nämlich genau 25 Sternsplitter. Und ja, warum nicht? Diese zusätzliche Kraft kann man gut gebrauchen. Außerdem werde ich kurz den Brief an das kleine Toad-Kitty überbringen, was wir von dem Yoshi-Kind bekommen haben. Und dann hoffe ich, dass diese verdammte Briefkette jetzt auch endlich mal endet. Sag mal, was kriegt man eigentlich als Preis dafür? Ich weiß es wirklich nicht. Aber das muss jetzt langsam mal aufhören. Ich kann doch nicht Milliarden Briefe zustellen. Wahrscheinlich kriegt man am Ende irgendeinen besonderen Orden oder sowas. Der rote war es, ne? Oder? Oder? War das der richtige? Ja. Hier, Dainty. Ich habe hier wieder einen Brief für dich von diesem roten Yoshi-Kitty. Ja, super, ne? Ja, wirklich super. Sie sind viel schneller als der alte Postbote. Dieses Yoshi-Kind ist ein wirklich guter Brieffreund. Er schreibt richtig lange Briefe. Es klingt, als wäre dort, wo er lebt, immer viel los. Wir sollten ihm zurückschreiben. Was denkst du, worüber wir schreiben sollen, hä? Ich weiß es nicht. Lass uns später darüber nachdenken. Übrigens, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Herr Paracarry. Können Sie das zustellen? Das ist ein Brief für Onkel Frost T. im Sternental. Er ist mein Onkel. Er passt auf ganz viele Sternenkinder auf. Das klingt nach schwerer Arbeit. Er muss die ganze Zeit hinter Ihnen her sein. Zumindest schreibt er das in seinen Briefen. Ich habe ihm auch einen geschrieben, um ihn ein wenig abzulenken. Ich weiß, es ist sehr weit, aber ich würde es sehr zu schätzen wissen. Das muss ebenfalls warten, weil das aktuell noch nicht möglich ist. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, dann zeige ich euch jetzt auch mal das erste Spielchen des Casinos. Haben wir das auch schon mal abgehakt. Da gibt es nämlich Folgendes. Man kann hier zwischen drei verschiedenen Modi wählen, 5, 7 oder 9. Und natürlich bei 9 kriegt man die meiste Kohle, ist aber auch am allerschwersten. 5 und 7 lohnt sich für mich eher, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Spiel Betrug ist. Man muss jedes Mal 10 Münzen zahlen und dann erscheinen, ich glaube, 12 Blöcke. Und in einem ist ein Bowser drin und den darf man nicht treffen. Ansonsten gibt... Habe ich es nicht gesagt, dass es Betrug ist? Leck mich am Arsch. Ansonsten gibt es noch Blöcke mit einer Münze drauf, mit 5 Münzen und einen mal 5 gibt es auch noch. Also man kann da schon richtig viel Kohle scheffeln, aber ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen gezinkt ist, weil ich habe wirklich so oft den Bowser bekommen. Ja, ich habe das offscreen schon gespielt, weil ich Geld gebraucht habe und ich musste so oft das Spiel resetten. Unfassbar. Naja, ich hole mir jetzt den Ordner und dann sehen wir uns wieder auf Lava Lava Island. So, da sind wir wieder auf Lava Lava Island. Wir haben Sushi im Team, die alte Chip Chip Oma. Und wir müssen gemeinsam nach den Yoshi-Kindern suchen, denn sie sind verschwunden. Aber ich höre hier jemanden schlafen und ich sehe einen Kitty da oben auf dem Baum. Aber erstmal will ich mir hier diesen Orden holen. Ah, wieder hat der Erstangriff nicht geklappt. Der Orden wird allerdings von diesen Sperrgeist bewacht. Also Bauchlandung kann sie als Attacke und Spucker. Feuer, Wasserstrahl... Ach, lern lesen, du Trottel. Feuert Wasserstrahl ab. Punkt. Gut gegen Feuergegner. Punkt. Kapiert? Punkt. Wie Larissa sagen würde. Und... Bam! Okay, nur 3 Schaden. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber Mario ist jetzt der absolute Killer. Denn der macht jetzt mit seinem Sprung schon 8 insgesamt. Geil, nicht wahr? Aber wir kriegen nur noch einen Sternpunkt. Leider, leider. Weil wir schon ein zu hohes Level haben.
Zumindest ist das Spiel der Meinung. Und ja, gut, inzwischen sind wir nicht mehr so underlevelt wie noch vor einiger Zeit. Da hat mir so ungefähr ein Level gefehlt, aber inzwischen habe ich gut aufgeschlossen. Auch mit Absicht ein bisschen. Ja. Und bald habe ich auch meine Maxi-Ordenpunkte. Darauf freue ich mich schon. Dann kann ich eigentlich machen, was ich will. Mir meine tollsten Taktiken zurechtlegen. Und hier gibt es den Superbeben-Orden. Bringt bei Boden- und Deckengegnern schweren Schaden. Das ist eine viel bessere Form als der normale Erdbeben-Orden. Kostet aber höchstwahrscheinlich auch viel mehr Ordenpunkte und BP. Wir werden es gleich rausfinden. Moment, kann man da irgendwo anlegen oder muss ich da rüber schwimmen? Ich denke mal, ich muss hier rüber schwimmen. Moment. Ich muss mich erstmal gut umgucken. Irgendwo im Wasser ist, glaube ich, auch ein Sternsplitter. Aber weiß der Geier wo genau. Oh, hier sind schon mal Münzen. Oh, und ein Aufstufblock habe ich auch schon gesehen. Sehr gut. Weil ich hätte nämlich Sushi schon in Toadtown aufstufen können. Ich weiß nämlich, wo da noch ein Aufstufblock ist. Aber ich war mir sehr sicher, dass auch in diesem Kapitel einer vorkommen wird. Und deswegen habe ich mir diesen Umweg einfach mal gespart. Was ist denn jetzt wieder los? War das die Pflanze? Nö. Die Pflanzen haben nichts damit zu tun. Aber ich höre einen Yoshi schreien. Und das ist übrigens... der Geheimgang, den ich euch im letzten Part gezeigt habe. Also man kommt jetzt da rein und da machen wir auch weiter. Ja, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich werde dich suchen. Moment. Hier bist du schon mal nicht. Aber vielleicht da. Auch nicht. Ist das ein Gegner hier? Ja. Und den muss man auch besiegen, weil nur dann kommt man da durch. Das Blöde bei den Gegnern ist... Oh Gott. Dass man keine Möglichkeit auf einen Erstangriff hat. Und das sieht jetzt echt brutal aus. Da sind verdammt viele... Okay, dann machen wir Tarngel. Ja, ich muss dran denken, Sushi auszutauschen, weil sie ist nicht gut im Kampf. Noch nicht. Ich hatte zwar gesagt, sie ist ganz stark und den Eindruck habe ich nach wie vor. Vor allem gegen Feuergegner, aber im Moment nicht. So, und jetzt brauche ich Cooper. Mario wird von nichts getroffen. Also alle Attacken dieser vermaledeiten Fake-Pflanzen wird ins Nichts gehen. Die haben so ein bisschen was von einem Myrablau, oder? Vor allem, wenn man die von der Seite betrachtet. Also jetzt. Ich finde, dann haben sie so ein bisschen so einen Myrapla-Look. Oh, und ich bin sogar immer noch unsichtbar. Cool. Ich dachte, das hält nur eine Runde an. Perfekt. Weil jetzt mache ich den Sternensturm. Soll ich den echt schon verplempern? Muss ich wohl was? Naja, gut. Ich könnte auch meine Sternattacke nutzen. Die ist noch stärker. Soll ich Item raushauen oder nicht? Okay. Ich nutze den Sternsturm. Oder Sternwind. Sternwind meinte ich, nicht Sternsturm, weil Sternsturm ist ja die Sternattacke. Ich meinte Sternwind die ganze Zeit, sorry. Auch interessant ist, der Sternsturm kommt von links, der Sternwind kommt von rechts. Wahnsinnige Unterschiede. Und der Sternsturm ist halt noch um einen Punkt stärker. Gut, der Typ ist down. Und jetzt hier irgendwo muss doch ein Yoshi-Kitty sein. Ah, da ist er ja. Er weint. Das war so unheimlich. Wir haben Verstecken gespielt und da war diese eigenartige Pflanze und sie hat mich hier gefangen. Sushi hatte recht, wir hätten im Dorf spielen sollen. Wir hätten ihr gehorchen sollen. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu holen. Ich gehe jetzt nach Hause. Puh, gut. Sie sind vernünftig. Zumindest der Rote ist vernünftig geworden. Aber leider gibt es ja noch vier weitere Kiddies, die gerettet werden müssen. Und... ich werde jetzt erst einmal darüber schwimmen und Sushi aufstufen. Da gibt es ja noch einen Weg, der dann nach Norden führt. Ich glaube, der führt mich dann tiefer in dieses Sumpfgebiet. Ja, und da werden dann die restlichen Kiddies sein. Wir werden es ja gleich sehen. Moment. Ich brauche wieder einen besseren... Oh, ich drücke immer Items. Ich werde das, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr lernen. Und jetzt hole ich mir Bombett raus. Ja, auf die drauf zu springen, traue ich mich eigentlich nicht. Ich glaube, das darf man sogar beim ersten Angriff auch gar nicht machen. Man muss sie mit dem Hammer attackieren. Nur dann funktioniert es so, wie ich will. So, und die kriegen jetzt einen Sternensturm ab. Damit sie schön alle abkratzen. Leider ist Bombetts Bombe ja zu schwach. Sie macht nur 6 Schaden und ich hasse es, wenn genau ein KP übrig bleibt. Vielleicht soll ich drüber nachdenken, doch mal irgendwie Platz zu schaffen für so ein Superbeben oder so. Irgendetwas, womit ich noch
wenig Aufwand allen Gegnern schaden kann. Aber ich habe ja keinen einzigen Ordenpunkt mehr frei, ne? Ach, doch. Ich Idiot. Na dann, Superbeben. 2 OP und für 4 BP kannst du es ordentlich scheppern lassen. Richtet bei allen Gegnern, die sich auf dem Boden oder an der Decke befinden, großen Schaden an. Na klasse. Mach mal doch rein, das Ding. Das hört sich doch richtig epic an. Oh nein. Es ist eine böse Pflanze und keine Heilpflanze. Na gut, wie du willst. Sprungattacke. Aber jetzt können wir eben alle Gegner mit diesen ekelhaften 8 KP mit einem Schlag zum Mario besiegen. Das war davor nicht möglich. Jetzt bin ich gespannt, ob Bombette jetzt verletzt wird. Nee. Eigentlich springt sie ja genau ins Maul von diesem Vieh. Nein. Nein. Aber sie wird trotzdem nicht verletzt. Das wirst du büßen. Aber jetzt ist mein Spiel doch schon sehr Blütenpunkt lastig geworden. Wow, wir kriegen Sternpunkteverdopplung bei 2 Sternenpunkten. 2. Wow. Soll ich mich darüber freuen? Das war beim letzten Mal auch schon so, ne? Meine Fresse, ey. Dabei haben wir so gut losgelegt. Wir haben beim Blooper Sternpunkteverdopplung bekommen. Und seitdem nur noch Crap. Naja, Sushi wird aufgestuft und erlernt Wasserblock. Mario nimmt weniger Schaden. Okay, das ist jetzt erstmal was für die Verteidigung. Ich dachte, sie würde jetzt nochmal so einen Wasserstrahl lernen, aber ist wohl doch nicht so. Ja, gut. Verteidigung ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Kann man mit leben. Haben wir jetzt eigentlich alles hier erledigt? In den ersten Bereichen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber schon. Naja, selbst wenn nicht, dann kann ich ja nochmal zurückkehren. Aber ich mache jetzt erstmal weiter. Und besiege diese Pflanze hier. Aber andererseits, ich muss sie nicht wirklich angreifen. Nee, ich lasse es einfach. Ich kriege eh nicht mehr so viele Sternpunkte. Deswegen lasse ich den Gegner aus und gehe weiter. Das Gebiet wird größer. Aber ich mag dieses Sumpfgebiet. Auch, weil man die ganzen Büsche untersuchen muss. Das hat sehr viel mit Secret Searching zu tun und das finde ich epic. Ah nein! Was zum Teufel? Ist das pervers, ey? Wieder einmal lasse ich euren Gedanken freien Lauf und bin an dieser Stelle lieber leise. Es war so oder so eindeutig genug. Oh my goodness. Hier haben wir auch wieder 2 Gegner. Nee, da habe ich keine Lust zu, die greife ich nicht an. Ein Furchttiegel. Damit können wir ungebetene Gäste in die Flucht schlagen. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Weil ich glaube, das ist eine Sackgasse. Also hier müsste auf jeden Fall ein Yoshi-Kind zu finden sein. Ah, da geht's noch nach links. Okay. Ich dachte, hier wäre Schluss. Aber ist dann wohl doch nicht so. Na gut. Und dem Bäumchen ist nicht. Aber man sollte schon alles untersuchen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass mich diese Blume irgendwie nach oben schleudern kann, wenn ich mich drehe. Deswegen gab es die am Anfang zu finden. Hey, hier ist eine Röhre. Die schaue ich mir gleich an. Moment. Nein, 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 nein. Kämpf doch erstmal gegen den. Ah! Ich kann eh nicht flüchten. Ich muss ihn angreifen. Bam! Ach, wen haben wir denn da? Die Fussis. Leider ist jetzt der Zepperorden deaktiviert, sonst könnte ich euch mit absolut... ja, große Chillrunde killen. Also ich müsste nichts dafür tun und sie würden früher oder später sterben. Nur leider kostet das halt auch 4 OP und die kann ich momentan nicht aufbringen. Naja, muss ich es halt mit normalem Timing irgendwie schaffen, euch loszuwerden. Kommt halt her, knutscht mich ab, komm, komm, komm. Du, 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 du. Ach so ist das gemeint. Ah, okay. Ich dachte, ich muss sie einmal kontern, so wie die anderen. Also diese schwarzen und die grünen. Und wenn ich das Timing verhaue, dann zuzeln sie noch weiter an mir rum. Aber das war ja ganz anders gemeint. Ich muss schnell A drücken. Und das Fiese bei den Gegnern ist, man wird auf jeden Fall verletzt. Man kann es nicht verhindern, weil so schnell kann nicht mal ich A drücken, dass die Leiste sofort voll ist. Ja, das ist ja total fies, ey. Also ohne den Zepper sind das wirklich ernstzunehmende Gegner, weil schau, ich drücke jetzt hier wie irre auf A, aber es wird und wird nicht voll.
Also 2 KP verliert man auf jeden Fall. Wow, krass. Mit denen ist ja echt nicht zu spaßen. Meine Güte. Aber ich kann jetzt nicht schon wieder Ordenpunkte erhöhen. Oder? Ich brauche jetzt langsam mal was anderes. Also bei KP werde ich langsam wirklich wackelig. Also da bin ich echt am überlegen, ob ich nicht lieber mal die KP erhöhe. Oder halt die BP. Weil wie gesagt, unser Spiel ist jetzt sehr BP-lastig geworden. Und was zum Henker ist eigentlich in China? Ein Yoshi befindet sich in einer Höhle. Wir erhellen das Ganze mal. Kann man das zerstören? Nee. Irgendwie nicht. Aber hier ist ansonsten auch gar nichts. Man könnte hier natürlich ein Item verstecken. Vielleicht haben es die Entwickler auch Oh. Oh, nee. Oder ist hier irgendwo ein Geheimgang? Ich kann auf jeden Fall da hinten lang. Warum kann ich da hinten lang? Das muss doch einen Grund haben. Hat aber keinen. Nee. Hier gibt es kein Secret. Schade. Okay, dann muss ich mal versuchen, blind da hochzuspringen. Ach, Quatsch, muss ich nicht. Hä, war ich gar... Ach so, da kann man auch durch. Lütz. Man kann auch springen, wenn man ihn in der Hand hält. Das hab ich jetzt vergessen. Da war diese Blume und die hat gewirbelt und ich dachte, das sei cool. Und dann bin ich raufgeklettert. Wow. Dann bin ich hier herumgewirbelt und ja... bin nicht mehr rausgekommen. Ich habe also voll Angst im Dunkeln. Ich habe zu viel Luigi's Mansion gespielt, obwohl es noch gar nicht rausgekommen ist. Aber naja, Sushi hatte recht. Ich gehe nach Hause. Das ist eine gute Entscheidung. Okay, Freunde, dann werden wir jetzt erstmal nach links gehen, oder? Ja, doch. Wir gehen nach links oder schwimmen nach links. Und ich glaube, die restlichen Yoshi-Kiddies sind dann im rechten Gebiet. Hier müsste jetzt eigentlich langsam mal eine Sackgasse kommen. Außer ich habe die Karte überhaupt nicht mehr im Kopf. Und wie gesagt, irgendwo muss noch ein Sternsplitter sein. Aber wo? Ja, das sieht nach Sackgasse aus. Hä? Oh. Cool. Das ist mal nett gemacht, diese Brücke. Da ist er ja! Der Sterni-Splitti. Komm her zu Papi. Ich höre schon das nächste Yoshi-Kind. Halte ein! Ich komme und rette dich. Ich bin Baloo der Bär. Nicht mal. Aber letztens lief Dschungelbuch wieder im Fernsehen. Fand ich ganz schön. Habe ich natürlich angeguckt. Das hätte ich schon 30 Mal gesehen. Oh, wow, wow! Was macht der da? Hau ab! Nein! Ich hätte gehofft, dass da ein Item runterkommt und kein Assi. Unfassbar. Diese Drecksviecher. Sie setzen mich enorm unter Druck. Aber man kann mich ja auch heilen, zum Glück, nicht wahr? Mit Items. Oder mit Sternattacken. Und sie macht sogar 4 Schaden. Nicht nur 3. So wie ich es beim ersten Mal gedacht habe. Da habe ich einfach das Timing verhauen. Ich Lappen. Aber sie macht 4 Schaden. Mit Aufstufung dann... Ach nein, 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 stimmt schon, stimmt schon. Ach, Quatsch, ich hab sie aufgestuft. Stimmt, okay. Sie macht doch nur 3 Schaden und jetzt 4. Schade, schade, schade. Sie ist vielleicht doch nicht so stark, wie ich dachte. Aber diese Aquaknarre hatte ich stark in Erinnerung. Ist auch egal. Gegen Feuergegner ist sie auf jeden Fall die erste Wahl. Das steht fest. So, was hast du für ein Problem? Wir haben versteckt gespielt. Ich musste suchen, aber ich konnte niemanden finden. Ich bin herumgewandert, wahoo, und dann habe ich mich verirrt. Du hattest recht, Sushi. Der Dschungel ist wirklich unheimlich. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu suchen. Und jetzt bin ich gerettet. Ich werde fortan brav sein. Mario, wirst du an meiner Stelle nach den anderen suchen? Ich gehe jetzt nach Hause. Yahoo! Mach ich. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee zusammen mit Sushi, weil diese Kiddies sind ja wirklich extrem nervig. Ich kann dich verstehen. Siehst du, ich hab's doch gesagt. Schlimme Kinder. Keine Erziehung genossen. Aber sie sollten einen Daumen hoch geben. Ja, das sollten sie wirklich tun. Bis bald.